Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, am Montag war der Welttag des Fahrrades und überall, auch in Bayern, haben Menschen in vielen bunten Aktionen klargemacht, dass es Alternativen zum Autoverkehr braucht, dass es Alternativen zu überfüllten Bussen und Bahnen braucht und dass das Fahrrad der Schlüssel für die Verkehrswende ist, insbesondere in den Ballungsräumen, aber in allen Städten in Bayern. Und dass es geht, dass das Fahrrad tatsächlich einen erheblichen Teil an der Verkehrswende leisten kann, das sieht man, wenn man in andere fahrradgerechte Städte schaut. Zum Beispiel in Kopenhagen sind es mehr als die Hälfte der Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag im Jahresschnitt mit dem Fahrrad in die Arbeit kommen. Dazu braucht es zum einen natürlich den Infrastrukturausbau, aber auch finanzielle Anreize für die Bürgerinnen und Bürger. Gerade die Pendlerinnen und Pendler haben neue Möglichkeiten mit den E-Bikes und den Pedelecs, mit den elektrischen Antrieben, um unverschwitzt und schnell zur Arbeit zu kommen und, wenn Sie möchten, sportlich wieder nach Hause. Und wenn Sie sagen, Herr Gibis, dass das Bayern Radland Nummer 1 werden soll, das ist ja der Slogan und das Ziel Ihrer Regierung, und sich dann aber hier hinstellen und dann nur hier Probleme und dort Schwierigkeiten und vermeintliche Bürokratie und Umstände sehen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dann schauen Sie doch nach Baden-Württemberg, da hat es ja auch funktioniert und Ihre Schwesterpartei dort hat es doch begeistert mitgetragen, wie die Frau Ganserer vorhin ja auch ausgeführt hat. Dort funktioniert es ja auch. Natürlich braucht es viele Maßnahmen und das Jobrad für Beamte ist nur ein winzig kleiner Baustein, den man dazu beitragen kann, um den Fahrradverkehr zum Durchbruch zu verhelfen im Alltag. Aber immerhin ist es ein kleiner Mosaikstein, den wir mit einfachem Handaufheben sozusagen in diesem Hause beschließen können. Bundesweit genießen bereits alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steuerliche Vorteile, wenn sie das Dienstrad leasen und für den Alltag nutzen möchten. In Baden-Württemberg gibt es das auch schon für Beamte und ich sehe keinen Grund, warum wir unsere bayerischen Beamtinnen und Beamten, unsere Richterinnen und Richter davon ausschließen sollten. Radfahren ist gut für die Gesundheit, es ist gut fürs Klima, es ist gut für die Verkehrswende und macht außerdem Spaß. Deswegen appelliere ich an Sie, geben Sie sich einen Ruck, lassen Sie uns dem Radland Bayern einen kleinen Schritt näher kommen und geben wir unseren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern die Möglichkeit der Entgeltumwandlung fürs Dienstrad-Leasing. Vielen Dank.